Selection 2, wieder mit No Arms natürlich. Selbstverständlich, wenn sonst. Hallo, No Arms. Hallo, weiter geht's. Wir sind immer noch auf dem gleichen Server wie letztes Mal. Wir versuchen natürlich jetzt die letzte Schmach irgendwie mal wieder gut zu machen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Das klappt bestimmt hervorragend. So, ich bin jetzt läuft gerade mal so ein bisschen planlos mit den anderen hier. Wir rushen mal ein bisschen vor. Gehen noch alle auf die rechte Seite. Wir sind jetzt alle auf Monorail. Ja, man muss sich ein bisschen aufteilen hier, aber mal gucken, wie das läuft. Also wie gesagt, wenn ihr Leute irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten rein, wenn euch das Spiel mehr interessiert. Könnt ihr mich beantworten, gerne fragen. Auch gerne in die Video selber. Gut, da haben wir so Observation. Ja, ganz ordentlich Action. Hab einen, juhu! So, wir haben Observation jetzt schön laut gemacht. Wir haben hier so ein das ist meistens der Schlüssel zum weiteren Vorgehen der anderen Mannschaft. Vermute ich mal, dass deren Hauptbasis Droneway ist, da wo die Marines starten. Ja, da haben wir auch schon was. Oh, na, das war klar. So, ich habe einfach mal den feigen Weg genommen ab durch den Wind. Jetzt machen wir uns platt dabei, Energy Flow. Ach, Mist, schade. Okay, Energy Flow ist under attack. Save the tower. So, unsere Resource Tower müssen wir natürlich auch beschützen, weil unsere. Das wird schwierig, den zu retten noch. Der ist nämlich jetzt schon down. Also mindestens drei. Ich komme auf alle Fälle in die Richtung, wenn ich mir was mache, dann bin ich mir die Seite sicher. Oh, da stehen zwei und warten. Geht nicht. Da stehen zwei und warten, oder worauf es mir da rauskommt. Clever gemacht. Haben sie uns schon gelockt. Das wird, glaube ich, keine gute Revanche. Ja, kann passieren, wenn man halt eben auf einem guten Server spielt, wie diesem hier, wo halt eben nicht Rookie-Friendly draufsteht, also kein grüner Server, dann muss man damit rechnen, dass hier ziemlich gute Spieler drauf sind. Das ist halt eben auf dem Server der Fall. Was natürlich auch eine gewisse Herausforderung und Spaß machen kann, weil deine Teams gut ausgebildet sind, die Leute auch wissen, was sie tun. Wenn ihr Anfänger seid, dann empfehle ich euch definitiv die grünen Server. Ja, dann könnt ihr einfach ein bisschen was probieren, testen. Da sind die Leute auch ein bisschen freundlicher, wenn ihr selber Rookie seid. Der hätten euch auch gerne die anderen. So, da kommt der Mist, ich hab den Angriff versaut. So, den habe ich nur erledigt. Jetzt ziehe ich mich zurück. Ich habe nämlich nur 25 HP und das ist nix. Was ich ein bisschen schade finde, dass die Blueprints nichts kosten, wenn man die zerstört. So einen Resource-Punkt könnte das wenigstens kosten, wenn er den schon vorzeitig droppt. So, warte, ich weiß, Blech, das ist auch den Bauplatz. Das heißt, man kann selber dann nichts mehr bauen, ne? So, wir kommen jetzt beim Monorail. Den hab ich. Teilen gehen. Ich bin zurück zur Basis. Da wird man nämlich geheilt. Für alle Skill-Player, die natürlich das Spiel auch schon auswendig kennen oder euch nicht. Wir versuchen natürlich auch erstmal den neuen Leuten hier ein bisschen schmackhaft zu spielen. Vielleicht können wir ja mal ein Skill-Videos reinstellen. Vielleicht hier mal so ein paar Sachen zusammen geschnitten, wo es so aussieht, als ob er was könnte. Einer hängt bei Energy Flow, das ist nicht von mir zu knabbern. Ich glaube, der weiß, dass ich daherkommen will, fürchte ich. Der weiß das natürlich ganz genau. Komm, 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 komm. Ich will ihn jetzt anspiken, um ihn zu markieren. Also, dass er markiert, kann man ihn durch die Wand sehen. Mich erwischt, ja. Wallhack eingebaut quasi. Gibt's auch nicht in so vielen Spielen. Und es ist in so einer, Alter. Jetzt hat er den Kollegen erledigt. Alter, woher wusste der, dass der da ist? Hat er die Sensorbewegung gesehen? Im Endeffekt haben alle Warlocks, auch die Marines können quasi eine Art Warlock haben. Ist kein Warlock, sondern eingebaute Motion-Sensor, so wie man das vielleicht vom Film Alien kennt. Dann sieht man die Bewegung der Aliens teilweise. Man kann aber auch sneaken als Alien. Also dann sind so, glaube ich, mindestens zwei Leute, da muss aufpassen. Ja. Komm zurück, das sind zwei, komm raus, wir warten auf die lieber, oder? Ja, du lenkst die ab, ich versuche die. Incoming Bounder from behind. Na ja, gut, dann mach ich mal ein bisschen. Aufstand hier. Das sind inzwischen drei, glaube ich. Der hat mich gesehen. Ich zieh mich zurück.
Wir müssen uns woanders hin zurückziehen. Ja, wir dürfen nicht so defensiv sein, sonst packen wir hier gar nichts mehr, fürchte ich. Warten da nur, die hängen da nur rum. Das ist günstig. Ich versuche mal offensiv zu campen. Guck mal, wer glaubt, dass ich da oben noch bin. So, da kommen sie. Und raus. Mist, hast du hier noch? Einen habe ich. Sehr schön. Aber da ist noch einer. Hau dich ab, hau ab, hau ab, hau ab. Das bringt nichts. Oh, okay, gehst du ab. Okay. Da versucht er jetzt, sich gegen drei Marines anzulegen. Also, nein. Da ziehe ich mich lieber zurück. Rausgekommen. Jetzt gehen wir wieder mal meine Lieblingsklasse Lurk. Ich versuche jetzt mal die linke Seite ein bisschen zu beschäftigen. Da sind schon wieder welche, die kommen ständig zur Monorail rein über eine andere Richtung. Ja, wir müssen jetzt weiter, wir hängen schon wieder fest. Also die Runde sieht sehr schlecht aus. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal auch mal ein Video zeigen auf Rookie-Friendly, wo man ein bisschen was anderes sieht. Was mir unserer Kragenweite entspricht. Weil im Endeffekt, wir sind jetzt keine absoluten Skiller oder so. Wir spielen jetzt auch nicht in irgendwelchen Ligen oder sowas. Wir machen das hauptsächlich aus Spaß und Fun. So, und wie man sieht... Ah, und wir sind Autokonzert, das heißt, wir sind zu wenig Leute. Auf der rechten Seite sind wir nur 7 zu gegen 10 Leute. Dann sagt das Spiel irgendwann, okay, dass dann Feierabend ist, weil es einfach unausgeglichen ist und es keinen weiteren Sinn macht. So, einen erledige ich. Jetzt gehe ich auch ein bisschen aggressiver hier vor. Ist eh vorbei. Rück mal schnell auf 1, rück mal auf 1. Ja, hab ich schon. Achso, okay. Wir versuchen jetzt, genau, jetzt kommen wir wahrscheinlich aus dem Ready Room nochmal raus und läuft das Spiel noch weiter. Schade. Okay. Ja, das war's leider. Nur kurze Runde. Wieder zuvor leider auch, da wurden wir auch fertig gemacht. Na Jungs, vielleicht hat es ja euch gefallen und Mädels. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, würde mich freuen. Ja, ciao. Ne? Dann, ciao.